Im neuesten Film von Tram TV steht die Stadt Halle an der Saale im Mittelpunkt. Dort werden nämlich die legendären Tatra-Wagen nach und nach ausgemustert. Sie sind eine bundesweite Ausnahmeerscheinung, denn nur hier verkehren sie auf der Meterspur. Im Moment sind sie gemeinsam mit ihren Nachfolgemodellen im Einsatz. Dabei handelt es sich um moderne Niederflurtriebwagen. Halle ist auch noch in einer anderen Hinsicht für die Straßenbahngeschichte von Bedeutung, denn hier entstand das erste geschlossene elektrische Netz in einer deutschen Großstadt. All diese Aspekte werden in dem Film natürlich ausführlich behandelt, aber sie erfahren auch Details zur Geschichte der Stadt. Dabei hilft uns ein Profi der besonderen Art. Klaus Kühner führt musikalisch durch Halle. Es leuchten uns die Sterne und auch der Mondenschein. Deshalb sollen sie für immer auch unser Wappen sein. Deshalb sollen sie für immer auch unser Wappen sein. Wir besuchen außerdem die weltberühmten frankischen Stiftungen. Auf dem Gelände entstand unter anderem das erste große Waisenhaus in Deutschland. Auch das Beatles-Museum der Stadt können Sie sehen. Mit einer Vielzahl an Exponaten wird die Geschichte der legendären Band erzählt. Aber natürlich sind die Straßenbahnen das Wichtigste in den 45 Minuten des Films. Deshalb steht auch ein Abstecher ins Straßenbahnmuseum an. Dort sind fantastische Modelle zu sehen. Nicht nur deshalb lohnt sich ein Besuch der Stadt. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, dann können Sie das mit dieser Dokumentation leicht wahrmachen. Bestellungen wie immer unter www.tramtv.de.